Erstmal komisch in die Kamera gucken. So muss das. So. Wir sind live, live, live. Jan ist live. Na, 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 na. Ich fand, das klingt super so. So. Das passt, dies passt. Muss echt Start drücken, um reinzukommen. Was? Achso, das ist A. Ups. Ich wollte eigentlich gar nicht anfangen, aber gut. Dann warten wir jetzt einfach, wie Ashe die ganze Zeit den Ball hochwirft. Und ich lade meinen Chat neu, denn der ist schon wieder hängen geblieben. Fängt ja wunderbar an. Hallo. Hast mich voll erschrocken. Tja. Mal gucken, ob ich einen Frostbrand 2.0 finde. Hm. Könnt ihr mir gerne mal kurz sagen, wie das mit dem Sound ist. Ja, wie gesagt, können wir sagen, ob der Sound so in Ordnung ist. Ich denke mal, ein bisschen lauter muss es wahrscheinlich noch werden. Wo warst du den ganzen Tag? Hier. Extreme Randomizer Nutzlock. Wen benutze ich denn? Passt super. Na gut. Ist die Cam immer noch verzögert? Ich habe auch keine Ahnung, was diese Cam für Probleme hat. Vielleicht sollte ich irgendwann mal so ein kleines bisschen da was updaten. Hm. Ich weiß es doch nicht. Meine Cam ist doof. Ich bin nicht fertig mit Essen machen. Die hatte eine halbe Stunde Zeit. Zwei haben mich resubscribed, während ich weg war. Danke. Hallo, hallo, alle da. Ich kann zumindest den Start schon mal machen, weil der ist eh immer das Gleiche. Das ist die Pokémon-Professorin und sie hat... Ich glaube, das ist sogar nicht gerandomized. Während hier der Text durchläuft, kann ich ja mal nochmal darauf hinweisen. Alles, was gerandomized ist, steht nochmal unterm Chat und es gibt auch den Pern-Befehl, also Ausrufezeichen P-E-R-N, der auch nochmal so ein bisschen was sagt. Also gerandomized sind alle Pokémon, alle Trainer, alle Attacken, alle TMs, alle Items, alle Fähigkeiten. Ich warte auf Arctos oder Zapdos mit Schnarchnase. Nein. Nein. Bitte nicht. So, wer sind wir? Sind wir ein Junge oder ein Mädchen? Da wir im Let's Play schon als Junge rumgelaufen sind, sind wir heute ein Mädchen. Oder lieber ein Junge. Was sind wir denn? Die erste Wahl schon. Hm. Was sagst du? Okay. Wie heiße ich denn? Nehme ich einfach die Standardnamen. Mit E, ne? Ich glaube, so M-E-I einfach. Wirf eine Münze. Ich nehme einfach May. Also schon mit E, oder? Nicht mit A. Okay. Wir sind May. Und das ist meine Rivale. Da wir eh gerade schon bei englischen Namen sind, gebe ich ihm auch direkt seinen. Denn Matisse klingt unglaublich blöd. Du bist nun Hugh. H-U-G-H, oder? Hugh, okay.
So, du wirst mir ein Pokémon anvertrauen. Es ist ein ganz wichtiger Kamerad und ein Partner auf unserer Reise. Ich bin gespannt, was es sein wird. Übrigens, zu den Nuzlocke-Regeln. Das Übliche, wie immer. Diesmal habe ich aber die Zauberaschen-Regel auch mal mit reingeschrieben. Sprich, sollten wir irgendwo mal die Zauberasche finden, ist es jetzt auch offiziell in den Regeln drin, dass wir ein Pokémon damit wiederbeleben dürfen. Hugh klingt wie so ein Kampfschrei. So wie der Typ sich manchmal verhält, ist keiner, ist ein einzelner Kampfschrei. Ach ja, und falls ab und zu der Randomizer plötzlich auf Englisch umschaltet, liegt am Randomizer. Passiert manchmal. Und Svenja ist übrigens unser Legi-Counter. Wenn sie gerade da ist. So, hallo. Oh, Professor Esche. Ich habe ja schon ewig nicht mehr von Ihnen gehört. Wie geht's denn? Ein Pokédex etwa für mein Kind? Na klar, ich habe mir immer gewünscht, dass es bald auf Reisen geht. Und wo ist meine Meinung dazu? Ha, wie, dieses Mädchen ist schon hier? Ist doch immer das Gleiche. Kaum ist etwas beschlossene Sache, setzen Sie es immer sofort in die Tat um. Belle heißt sie also. Alles klar, mit einer großen grünen Mütze. Okay, kein Problem. Belle und ihre großen grünen Dinger. Hey, ich bin wieder zu Hause. Moment. Texttempo hoch. Sterbe gerade. Habe ich schon irgendwas in meinem Beutel? Ein Visocaster und ein Adressbuch. Okay. Kennst du Professor Esche? Sie ist eine Pokémon-Wissenschaftlerin, ich kenne sie schon ewig. Habe ich vorhin endlich mal wieder mit ihr unterhalten. Das kommt jetzt ein wenig plötzlich mehr. Aber möchtest du einen Pokémon-Partner? Nein. Was nicht? Das überrascht mich jetzt doch etwas. Ich frage dich noch einmal, möchtest du einen Pokémon-Partner? Nein. Mama, ich möchte da hinten nur weiter an meinem PC hocken. Lass mich. Ich habe da gerade ein Gespräch laufen mit einem heißen Kerl aus Sonnewick. Darf ich jetzt? Nicht? Na gut, ich möchte einen Pokémon-Partner. Darf ich jetzt weitermachen? Ja, ich weiß, was ein Pokédex ist. Ja, möchtest du ein Pokédex? Nein, Mama. Seine Mutter wünscht mir etwas mehr Enthusiasmus. Nein, Mama, ich möchte kein Pokédex. Darf ich zurück an meinen PC? Na gut, ich nehme den Pokédex. Herr Mädchen, namens Belle ist bereits hier, um dich zu treffen. Sie ist Professor Ashes Assistentin. Du erkennst sie an ihrer großen Mütze. Genau, du musst ein Mädchen namens Belle suchen. Von ihr bekommst du einen Pokémon-Partner und einen Pokédex. Und dein Visocaster ist in deiner Tasche, nicht wahr? Weißt du, wie du deine Tasche öffnest? Mama, ich bin kein kleines Kind mehr. Der Name des Mädchens ist Belle. Du kennst ja ihre großen Mütze. Das hast du mir eben schon gesagt. Sie ist das erste Mal hier und verläuft sich vielleicht. Also suche sie. Wieso kommt sie nicht einfach nach Hause? Entscheidungsfreiheit in Pokémon. Kann ich jetzt einfach meinen PC widersetzen? Man darf nicht mal eine eigene Meinung haben. Ja. Was mir gerade auffällt. Meine Mutter hat meine Wii geklaut. Und sie hat meine Couch zum Schlafen. Ja. Hallo, May. Oh yeah, ich pose. Tatsächlich dein Pokémon. Hier in der Gegend gibt es keine Trainer und ich fange langsam an, mich zu langweilen. Also eigentlich gibt es in der Stadt eine ganze Trainerschule. Und er sagt, hier gibt es keine Trainer. Ist aber vor die Tür gegangen. Mädchen namens Belle, gibt dir ein Pokémon? Im Ernst jetzt? Mei, wenn du ein Pokémon hast, bekommst du ganz lieb zu ihm sein. Genau. Alles klar, dann wollen wir doch mal dein Pokémon abholen gehen. Ich habe nämlich noch viel vor und brauche doch einen neben meinem Partner, meinem Pokémon, auch noch einen menschlichen Kameraden, auf den Verlass ist. Ganz richtig, meiner mit dich. Du scheinst mir nämlich schwer auf Draht zu sein. Geh du schon mal heim. Okay, Bruderherz, bis bald, May. Alles klar, dann wollen wir diese Belle suchen. Auf geht's. Okay.
schick deine Schwester einfach mal ganz alleine nach Hause und erstmal Pokémon kämpfen. Jetzt verstehe ich. Die Aussichtsplattform ist wohl der bekannteste Platz in Aventura. Diese Belle ist bestimmt dort oben und bietet die fantastische Aussicht. Geh dann los, geh und hol dir den Pokémon ab. No. Diese Kamerafahrt ist sehr schön hier. No. Ist das schön? Hey, siehst du das auch so? Oh, ich heiße übrigens Belle. Ich bin Professor Ashes Assistentin. Ah ja, ich suche jemanden. Kennst du vielleicht May? Nein. Was sagst du? Du bist May? Wie kann das sein? Ich kenne keine May. Du bist ja genauso, wie alle sagen. Mit riesigen Donuts an meinem Kopf. Freut mich sehr. Also, ich möchte dir etwas fragen. Würdest du vielleicht helfen, alle Seiten des Pokédex zu füllen? Muss ich ja. Danke. Dank deiner Mithilfe wird Professor Ashes Forschung große Fortschritte machen. Außerdem macht es einfach riesen Spaß, die Seiten des Pokédex zu füllen. Und hier frage ich mich, wieso geht das Gespräch einfach automatisch weiter? Kann ich jetzt hier einfach abhauen? Warum? Na komm, zeig mal, was du hast. Ihr Gesicht sieht von der Seite sehr, sehr seltsam aus. Die Brille sieht aus, als würde sie mich gerade so irgendwie von der Seite... Sie hat so ein Ditto-Gesicht irgendwie. Durch die Brille. Sieht aus wie so ein kleines Auge und dann da vorne macht sie so. Achte mal drauf. Ne? Willst du Pokémon? Jetzt bin ich gespannt. Was werden wir sehen? Seid ihr bereit? Ja! Ein Mobai! Oder ein Hypoterus! Oder ein Quabbel! Das ist ein süßes Geräusch, ne? Achte mal! Ja gut! Ich schwanke irgendwo zwischen Quabbel und Hypoterus. Vor allem ist das blaue Quabbel, ist das männliche. Das ist der Pringles Man. Ja. Eindeutig Mobile, schlechtester Spezialangriff im Spielhype. Stimmt. Aber ich hatte zumindest einen Typvorteil, wenn ich auch die passenden Attacken habe. Ich glaube, ich möchte Quabbel haben. Und der Name ist ja wohl offensichtlich. Das wäre sehr scheiße. Das Quabbel passt prima zu dir, was willst du mir damit sagen? So, ich weiß auch schon, wie ich es nenne. Das hier? Gibt es den Buchstaben hier echt nicht? Wie dumm! Ich wollte das E wie in Pokémon mit dem Apostroph machen für Pringle. Aber es gibt dieses Apostroph E nicht. Selbst im Namen von Pokémon ist das Apostroph E drin. Ja. Pringles. Wobei ich finde, Pringles klingt auch sehr schön. Dann heißt er jetzt nun Pringles. Nein. Sein G-Lein. Nein, Pringles. Nein. Chat, Pringles oder Pringles? Pringles. Mal gucken, was der Chat sagt. Gleich Attacken, gleich Härtner und Heuler. Ja. G-O-Riot.
Pringles, Pringles, Pringles. Pringles, Pringles. Na gut. Dann halt mit G. So, oder? Pringles. Na gut, dann haben wir Pringles. Ja, ich bin zufrieden. Gut, und als nächstes bekommst du einen Pokédex. Okay. Ganz typisch in rosa. Okay. So. Kriegt schon mal kein Item. Was kannst du, Pringles? Scherenmacht. Knirscher, Sprungkick, Leitteiler. Was war das Wesen? Kühn. Angriff runter. Hm. Bei nur physischen Attacken ist nicht gerade unbedingt das Beste, aber hey. Das ist dickköpfig. Ich glaube, ich werde anfangs erstmal nur Knirscher verwenden. Ich frage mich echt gerade, mit welchen Zehen und mit welchen Beinen. Aber guck mal, es ist... Es hat keinen Angriff und kann den Gegner verhindern, diesen Angriff noch zu senken. Na gut, kämpfen wir mal gegen den Herrn hier. Das ist mein Partner, das freut mich für dich. Na dann. So, du willst auch einen Pokédex? Hier, nimm ihn. Ich werde auf jeden Fall nicht alle Texte 1:1 vorlesen, weil das habe ich im Let's Play vor nicht allzu langer Zeit schon alles gemacht. Ich kenne deine Beweggründe, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber hier. Nimm dieses unglaublich teure Gerät. Auch Pokédex genannt. Und auch hier wieder. Warum geht's nicht von alleine weiter? So, und jetzt ist er plötzlich wieder Englisch. So, Mei versus Hugh. Jetzt kommt er mit Hypoterus wahrscheinlich. Lazy Hugh. Gut, unser Rivale ist von Anfang an ein Faulpelz. Okay, das wird jetzt interessant. Vielleicht dürfen wir gleich schon neu starten. Ich bin auf jeden Fall schneller. Und mache keinen Schaden. GG, you better nerf. Ja, ich kann gern für euch nachschauen, ob das wirklich seine einzige Attacke ist, weil ich habe mir diesmal sogar mal die eine Datei dazu mal angefertigt, dass man da Sachen nachschauen kann. Ein Moment. Ich muss nur im Hypoterus. Hypoterus, haben wir spontan die Nummer? Da, ich hab's. Es hat nebenbei, es hätte Neutraltor so als Fähigkeit haben können. So, 450. Hypoterus, Walz auf Level 1, Krabhammer auf Level 1, Blutsauger auf Level 1, Psychostoß auf Level 1, Octazooka, Explosion, Schemenkraft. Und er macht Explosion. Und er macht Explosion. Also theoretisch sind das die letzten vier Attacken, die er haben könnte. Sprich, das Ding hat Psychostoß, Octazooka, Explosion und Schemenkraft. Das Ding hätte mich mit Schemenkraft wahrscheinlich one-hitten können. Hoppala. Und dann kommt er mit Explosion. Ich lasse die Datei mal offen, falls ich nochmal was nachgucken möchte, aber... Ne?
Ich hab verloren. Ach, sag bloß. Du hast dich auch gerade in die Luft gejagt. Er ist sehr schlau. Ja. Ja. Was mir gerade einfällt, einen Moment. Ups. Ich muss eben noch schnell was einstellen. Mir ist nämlich gerade was aufgefallen. Dass ich so ein bisschen was vergessen habe. Dann müsst ihr eben noch ein Momentchen warten. Mir ist nämlich aufgefallen, da fehlt ja noch was. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. So, mal gucken, ob es jetzt geht. So. Ja, Pokémon Center. Wir wissen, was ein Pokémon Center ist. Jeder kennt das Pokémon Center. Du willst mein Pokémon heilen? Ach, ist ja nicht so, als hätte ich ja irgendwie Schaden genommen oder so. Da hat sich ja jemand in die Luft gejagt. Bumdi-dum. Ich sag mal so, den Unterschied sieht man wahrscheinlich erst im nächsten Kampf. Oder nach dem nächsten Kampf, dumdi-dum. Hallo Mama, bist du mit Turbotreter? Ich habe mich für Otaro entschieden, ja. Ja. Das ist ein Otaro, eindeutig, was ich da habe. Ja, der Typ stimmt zumindest. Und die Karte. Huch. Zwei Karten. Naja, der Bruder, der braucht ja auch noch eine Karte. Und direkt das Pokémon-Tutorial. Das ist ein Otaro im Cosplay. Ja, ganz genau. Das ist mein Otaro. Ups. Ich und mein Otaro Pringles. Hi, Micha. Mein Abschiedsgeschenk. Willst du mich töten oder was? Quabbel ist der Geist eines Otaros. So, dann zeigen wir nochmal, wie man ein Pokémon fängt. Ich gucke mir währenddessen mal... Schade, nach draußen kann ich auch nicht gucken. Es ist so dunkel draußen. Echt creepy. Als wenn er da irgendwie komisch guckt. Die anderen Starter waren Hypoteros und Mobai. Und ja, ihr habt den besten Rivalenkampfstart verpasst, den es jemals gab. Das Hypoteros hat sich nämlich einfach in die Luft gejagt. Gegen einen Geist-Pokémon. Erste Runde, Hypoteros, Explosion. Und Quabbel steht da und denkt sich, well, okay. Ah. Habe ich jetzt eigentlich schon Bälle bekommen? Ja, habe ich. Ja, dann würde ich sagen... Mal gucken, was wir als erstes fangen. Ich sag mal so, hätte ich das Hippo gepickt, hätte ich noch Schemenkraft und Psychostoß drauf gehabt. Guck, wir kriegen ein Shiggy.
Ich darf es jetzt nur nicht töten. Yo, Shiggy mit Finsteraura. Ist gut, Kleiner. Okay, wir haben einen Shiggy mit Finsteraura. Passt das überhaupt? Panzer, Schrank. Ne, es ist zu lang. Water-only-Challenge. Ja, bisher sieht's echt danach aus. Das Fangquote. Hab halt Glück. Joa, wie nennen wir es denn? Ninja Turtle. Teenage Mutant Ninja Shiggy. Leonardo. Leonardo klingt schön. Wäre einer von den Ninja Turtles. Und der ist auch blau. Passt. So, Leonardo. Was kannst du denn so? Außer Finsteraura. Entlastung. Und Finsteraura nur. Gut. Spezialangriff hoch, Init runter. Und Init erhöht sich, wenn ein Item verwendet oder verloren wird. Ist gar nicht mal so doof. Unser Dark Leonardo. So. Jetzt muss ich nur noch irgendwie ein bisschen kämpfen. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen unsere beiden Pokémon trainieren. Man darf ja nicht vergessen, es ist immer noch eine Nuzlocke. Der ist blau. Passt. Ich habe ihm nichts zu trinken gegeben. Ich habe nicht vor, irgendjemanden sterben zu lassen. Ja, wir müssen Pringles erstmal ein bisschen trainieren, damit der Leonardo mit hochziehen kann. Agorn! Danke für 2 Monate lange Treue in Stück. Ich glaube, du bist auf jeden Fall länger dabei, ja. Stimmt, den habe ich gar nicht reingemacht. Das Einzige, was mir... Ja, ne? Das Einzige, was mir doch gefehlt hat. Yo, erstmal Heilopfer. Lass gleich dein Lebensgefühl machen. Und Zen-Kopfstoß kannst du auch. Macht auch ein bisschen Schaden. Krieg ich die jetzt noch mit einem Angriff weg? Legimizer incoming. Ich habe genau einen Trank. Stopp das Kopfstoß. Mach wieder dein Heilopfer. Natürlich ist der Volltreffer gekommen. Pringles tot. Kann ich? Nein, ich kann nicht flüchten. Naja, Leonardo, überlebst du das? Wird's schon bald vorbei sein? Ey, komm, für den Volltreffer kann ich nichts. Gut, vorbei. GG. RIP. Killed by Jirachi. Jirachi der Killer. Again. Nicht nur bei dir, ne? Jirachi did it again.
Verkackt. Direkt beim ersten wilden Pokémon, was ich nicht fangen wollte. Joa, ne? Dann machen wir das halt noch einmal. Reck bei Jirachi. Der böse guckt. So, randomize. Lief gut, ne? Der Anfang ist sowieso bei jeder schwerste. Gut. Dann können wir das hier mal schließen. Und probieren das nochmal. Let's try this again. Moment. Das war falsch. So. Sollte also wieder drin sein. Dann können wir auch hier die Datei nochmal öffnen, wenn wir nochmal was nachgucken wollen. Okay. Vielleicht läuft es ja jetzt besser. Ich finde, ihre Beine sehen sehr seltsam aus. Oder? Ja. Guck mal, das geht so ganz normal, dann plötzlich so ganz dick und dann wieder ganz dünn. Das sind voll die komischen Beine, die Dame. So, nehmen wir es einfach nochmal genauso wie eben. Wir haben zum Glück noch nicht so viel gesehen, von daher einfach eben schon alles wegdrücken. So, der Junge aus der Nachbarschaft. Das ist Captain Hook. Jan scheitert nochmal. Ja, mal gucken. Sieht aus, als irgendwelche Auswüchse an den Beinen. Die Musik ist wenigstens schön. Du hast die schönsten Beine? Ja. Na dann. Will ich dir mal glauben. Ach ja. Also eigentlich hat mich dieses Jirachi voll weggehext. Einmal gekrittet und danach geflincht. Ich hätte ihn beide mal besiegen können, aber nein. Beides Mal wollte es mich nicht lassen. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Jetzt hätten wir das alles schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Könnt ihr euch das erklären? Dann trifft das auch noch die ganze Zeit, ja. Das ist auch noch. Hallo Mama. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast das schon mal mit mir besprochen. Also eigentlich will ich ja nicht raus, aber naja, ne?
Ja, ich muss ein Mädchen mit großen Dingern suchen. Ist schon klar. Kenne ich. Naja. Huch. Suddenly Otaro. Such dir keine Mädchen mit großen Dingern. Aber meine Mutter will, dass ich soll das tun. Guck mal, ich nehme dann auch noch meinen besten Freund mit und suche dann ein Mädchen mit ihm zusammen mit großen Dingern. Und dann bekommen wir beide was von ihr. Die Möglichkeit, womit wir dann noch mehr Sachen von ihr bekommen. Teach me about Bazongers. So. Bella Zongas. Das klingt schön. Ich bin May. Oh ja, die bin ich. Jo, helfe ich. Gerne. Show me. Alles klar, gib mir ein Pokémon. Was haben wir denn diesmal? Ich bin gespannt. Trommelwirbel bitte. Mr. Pringles came back. Oder Scaraborn? Oder Voluminas? Ach, Randomizer, ich hab keine Ahnung. Ich würde sagen, wir nehmen Pringles. Pringles 2. Ihr meint, ist das stärker geworden? Ja. Was dich nicht tötet, macht dich nur stärker, ne? Okay, wir nehmen Pringles. Eindeutig. Pringles hat sich entwickelt und ist gestorben, als er entwickelt. Du darfst ihn ruhig nehmen. Er ist ja ein Geist, er kann gar nicht sterben. Er ist einfach nur stärker geworden. Nein! Nein! Es ist weiblich! Rosa! Es ist weiblich geworden! Hat sein Geschlecht geändert bei der Wiedergeburt. Es ist halt stärker geworden, ne? Haha! So, du bist nur ein Pringlet. Ja, komm, gib mir Pringlet. Habe ich mich vielleicht verschrieben und Pricklet geschrieben? Ja, hast du. Habe ich echt? Du hast Pricklet geschrieben. Dann ist es jetzt Pricklet. Ist doch fast so gut wie Piffs. Jetzt habe ich gerade vergessen, die Textgeschwindigkeit hochzustellen. Ich habe es echt Pricklet genannt. Gut. Was bist du? Du bist scheu. Hast Aufwertung. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Du kannst zumindest Flügelschlag und Whirlpool. Wenn die Attacke. Ja. Wobei, wie genau funktioniert Aufwertung? Verstärkt nicht sehr effektive Attacken. Moment, das muss ich mir jetzt mal kurz nochmal anschauen. Oh. Aber hey, es ist scheu. Ja. Das ist gar nicht mal so doof eigentlich. Aufwertung ist ziemlich gut. Damit kann ich, wenn etwas nicht sehr effektiv ist, es trotzdem neutral treffen. Das ist cool. Ja, ne? Aber hey, das heißt, er hat jetzt gleich Voluminas und ich kann mit einer Wasserattacke treffen. Außer das Voluminas will sich auch gleich in die Luft jagen. Wieso hat es das sein Aussehen geändert? Das würde ich auch gern wissen.
Ich hätte auch lieber das Männliche gehabt. Er hat auf einen Punkt mehr auf Angriff als Pringles. Gut.